Was geht, meine positiven Freunde? Mein Name lautet Danny Justin. Willkommen zu einer neuen Runde von Geometry Dash. Wir spielen heute mit dem Smiley, der sieht mir zu ernst aus irgendwie. Der sieht doch hübsch aus. Ja, den nehmen wir. Übrigens, hier kann man auch Raketen, Sägen und sowas designen. Also, was mich so ein bisschen wundert, kann es sein, dass wir auch UFO fliegen können und dann Säge fliegen können oder sowas? Keine Ahnung. Ich weiß es selber nicht so genau. In den letzten Parts, ich habe ja mehrere Parts davon schon hochgeladen, wer es nicht weiß, haben wir 1, 2, 3, 4, 5 und 6 noch nicht beendet. Das Ding ist allerdings, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, ich habe einmal kurz gespielt und ich habe es aus Glück, wirklich nur aus Glück geschafft zu 73%. Und es ist einfach so schwer, ich weiß gar nicht, wie ich so weit gekommen bin. Ich muss allerdings sagen, es ist wirklich eins der... Ich habe es zu 73% beendet, aber ich habe nur ganz kurz gespielt. Also, kann es irgendwie sein, dass dieses Level nicht so lang ist? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube, dieses Level ist ein bisschen kürzer. Und ich habe leichte FPS-Drops, könnte man sagen, auf meinem iPad. Ich hoffe, das sieht man in der Aufnahme nicht. Nee, aber ich denke nicht. Aber so leichte FPS-Drops habe ich schon. Aber es sollte nicht so stören, denke ich. Ja, Level 6 ist angekommen. Ihr könnt euch ja mal kurz die Musik anhören. Ich bin mal kurz leise. Also ihr seht schon, die klingt wirklich super, super entspannend und super, super gut. Ist echt eine sehr schöne Musik, kann man sich echt entspannen. Und das Level ist wirklich super, super hart. Aber ich weiß mittlerweile, warte, die Stelle müsste gleich kommen. Dass ich genau hier, bei dem zweiten abspringen muss. Nein! Oh, das war schlecht. Scheiße. Das war sehr schlecht. Holy moly. Also langsam wird es echt richtig schwer. Ihr müsst euch mal vorstellen, das ist Level 6. Aber Level 6 ist im Gegensatz zu den anderen Level, die noch kommen werden, ziemlich einfach. Also das ist noch super, super einfach, im Gegensatz zu dem, was noch kommen wird. Ist nicht vorstellbar, aber ist wirklich so. Und das meine ich komplett ernst. Ihr wisst gar nicht, wie schwer es noch wird. Ihr wisst es gar nicht. Und ich denke auch, das ganze Spiel zu 100% durchspielen, das ist nicht möglich. Schon allein, weil man diese Coins aufsammeln muss, um zu 100% durchzuspielen. Und diese Coins sind sehr drogenabhängig. Und langsam geht es los und die Musik, sie wird intensiv. Nein! Ah, wie ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich, meine Freunde. Wie gesagt, ich habe es kurz angezockt, deswegen, ne? Aber nur ganz kurz und ich wundere mich, dass ich... Ich habe es mir halt gut gemerkt, muss ich sagen. Ich habe es mir wirklich gut gemerkt. Ich kann mir zwar Namen nicht merken. Ich habe meine Schwäche für die Leute, die es nicht wissen. Ich habe mich übrigens, weil mich das ein bisschen beschäftigt hat, so informiert im Internet, ob das normal ist. Und im Internet stand, dass es für... Also, dass Menschen sich Gesichter viel schneller merken können als Namen. Weil im Gehirn gibt es eine Zelle, die nur für Gesichter bestimmt ist. Also die ist da, um sich Gesichter zu merken. Diese Zelle gibt es für Namen allerdings nicht. Deswegen können sich Menschen im Allgemeinen schlecht Namen merken. Natürlich, ich bin eine bisschen größere also keine Ausnahme. Ich bin einer davon, der es noch ein bisschen intensiver hat. Ich kann mir Namen wirklich sehr schlecht merken. Außer von wichtigen Hauptpersonen, wie zum Beispiel Joel, etc., etc. Aber zum Beispiel, ich gucke The Walking Dead sehr gerne. Und ich kenne einfach die Namen nicht. Ich kenne jede einzelne Person und das fast auswendig, aber ich kenne die Namen einfach nicht. Ist halt natürlich ein bisschen blöd. Oh, das kann nicht wahr sein. Dass ich an der Stelle springe, wo ich nicht hätte springen sollen, das ist natürlich super. Da bin ich natürlich ganz glücklich. Deswegen, mein Namenproblem, das, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mir... Ich werde mir die Namen jetzt immer aufschreiben, egal was ich mache. Ob ich jetzt Fernseher gucke... Oder Filme gucke, ich werde mir den Namen einfach aufschreiben. Oder wenn ich zum Beispiel Spiele, dann werde ich mir den Namen auch aufschreiben. Oh Mann, das war ein bisschen zu spät abgesprungen leider. Kann natürlich passieren. Aber mir ist es immer ein bisschen unangenehm, weil zum Beispiel ich spiele ein Spiel, da will ich was zu der Person sagen. Und dann sage ich immer, sie ist so und so, aber ich sage nie ihren Namen, weil ich einfach nicht mehr die Erinnerung habe zu den Namen. Das ist echt ein Problem, also... Naja, zumindest braucht man sich bei Geometry Dash keine Namen merken, das ist schon mal etwas Gutes. So, nochmal an der Stelle. Das sollten wir vielleicht nicht so sein. Ich konzentriere mich mal kurz. Einen Moment mal bitte.
Wieso? Ich dachte, ich kann aufhören, mich mit dem Gott... Ach, das ist... Ja, also ihr merkt schon, wenn man redet nebenbei, ist man wesentlich schlechter. Das ist halt nun mal so. Vor allem als Mann, da ist man ja nicht so ganz multitaskfähig. Da kann man ja nicht teller was schon zuhören, das geht ja gar nicht. Also es ist... Da braucht man jahrelange Übung. Während Frauen schon talentiert sind, bis zum geht nicht mehr, ist natürlich super. Also Respekt an alle Frauen da draußen. Dazu bin ich leider nicht bestimmt. So. Übrigens, was sollen diese Antennen da sein? Also diese da, die immer so leuchten. Ich glaube, die sind einfach nur zur Deko da oder sowas. Damit man ein bisschen mehr die Übersicht behält. Ich weiß es nicht. Zum Beispiel da schon wieder. Gut, jetzt habe ich zu sehr auf die Antennen geachtet. Das sollte ich jetzt vielleicht dann doch lieber lassen. So. Ja. Ich wollte noch kurz was zu meinen zukünftigen Let's Plays sagen. Und zwar werde ich mir jetzt... Oder ich weiß gar nicht... Ne, ich habe es noch nicht getan wahrscheinlich. Aber ich werde mir eine 3DS Capture Card... kaufen. Die kann man bei Privathändlern kaufen. Ist natürlich super, super cool, denn dann kann ich mein DS aufnehmen in einer sehr guten Qualität und ist natürlich sehr cool. Da freue ich mich schon extrem drauf. Und dann können bestimmte Let's Plays, also da freue ich mich halt, wie gesagt, sehr drauf. Dann können bestimmte Let's Plays kommen, zu denen ich keine Chance hatte, weil es gibt ja keinen 3DS-Simulator oder sowas. Und selbst wenn es den gäbe, ich denke, ich würde mir doch lieber eine Capture Card holen. Weil es einfach ein total anderes Feeling ist, wenn ihr Nintendo DS-Spiele auf dem Nintendo DS spielt. Deswegen, ich finde diese Emulatoren ganz schön zu den ganzen Game, also zu den ganzen Spielen, etc. wie GameCube zum Beispiel. Die GameCube zum Beispiel habe ich zum Beispiel nicht. Aber ganz ehrlich, diesen Controller, der GameCube, das ist einer der besten Controller, den es gibt. Also ich liebe den Game... Ich muss ein bisschen mehr konzentrieren. Ich liebe den GameCube-Controller. Aber... Ach, jetzt juckt's überall. Ach du Scheiße. Oh, hör auf zu jucken, Mann! Ich liebe den GameCube-Controller, aber das Problem ist, die gibt's einfach nicht mehr erhältlich. Also, ich weiß nur, dass man den irgendwie auf der Wii anschließen kann, auf der Wii U. Aber ich weiß nicht genau wie. Einen Moment mal bitte. Mein Hintern juckt. Interessiert euch bestimmt, ne? Ich muss mich irgendwie besser hinsetzen, ich weiß nicht. Ab dem Moment, ab dem ich irgendwie an meine Position denke, muss ich mich so richtig gemütlich... Ah, wisst ihr was? Einen Moment. Einen Moment, ich hab's gleich. Ah, fuck, nicht sterben. Jetzt, besser. Jetzt ist gut. Ja, jetzt aber. So. Aber ihr werdet nie dieses richtige Feeling. Jetzt sterbe ich die ganze Zeit am Anfang. Das kann nicht wahr sein, Alter. Wollt ihr mich verarschen oder was? Ab dem Moment, ab dem ihr mit der richtigen Konsole spielt, es ist einfach ein Feeling, was unbezahlbar ist. Da hilft euch kein Emulator. Deswegen, so eine Capture Card wäre natürlich super. Und selbst wenn es irgendwann den 3DS-Emulator geben wird, was es sowieso geben wird, früher oder später, dann würde ich den auch nicht benutzen. Wie gesagt, Capture Card ist dann besser, weil ich dann schön auf dem Nintendo 3DS spielen kann. Was ziemlich, ziemlich cool ist. Zum Beispiel, ich liebe eigentlich Nintendo 3DS-Spiele, aber das Problem ist, mittlerweile spiele ich einfach nicht mehr privat. Und deswegen spiele ich auch weniger 3DS, etc. Einfach, weil ich weniger spiele. Und, ja. So, langsam aber sicher. Es wird langsam ungemütlich. Ich weiß nicht, was los ist, Alter. Ich fühle mich ein bisschen... Vielleicht, weil ich in Unterwäsche sitze oder sowas. Ich weiß es nicht. Ja, ich kann mir keine Hosen leisten, deswegen. So, ein bisschen Konzentration. Ein bisschen auf die Strecke achten, damit wir nicht gleich wieder sterben. Hier muss ich drauf achten. Hier. Ganz langsam, aber sicher. Heilige Scheiße. Oh yeah, Baby, das ist das, was ich sehen will, als ich diese Aufnahme gestartet habe. So, oh mein Gott, es gibt wirklich in jedem Level diese Raketenstrecken. So, oh shit. Na, oh, was? Ich hab's nicht geschafft. Ah, es nervt immer, wenn es so auf einmal so komisch, sich so umdreht, so komisch. Das nervt extrem, also könnt ihr einfach nicht ihre Fresse halten irgendwie? Könnt ihr es nicht einfach ein bisschen einfacher machen? Aber gut, das Spiel ist ja quasi dafür bekannt, dass es schwer ist und ich müsste mal... Einen Moment, ich kann ja auf Pause drücken, die Logik hier, hinter meinen Videos natürlich grandios. Bitte abonnieren für mehr Logik, da seid ihr hier auf jeden Fall richtig. So, versuchen wir das Ganze nochmal, wir haben hier noch Zeit. Allerdings denke ich, das wird nicht so leicht klappen, also ich denke für ein Level werden wir mehr Parts gebrauchen. Vor allem für... Oh Mann! Vor allem für... Level, die so schwer sind wie dieses hier.
Also ihr seht schon, es wird schon ab dem Moment, ab dem die Musik so richtig intensiv wird, super, super schwer und ja. Da werden wir uns... Mann, was mache ich denn da? Oh, langsam lässt die... Stopp. So. Oh, es laggt nicht. Was? Ach so, ups. Oh, die FPS-Frames haben nachgelassen. Also es laggt nicht mehr. Es laggt bei mir so ein bisschen auf dem iPad. Ich weiß nicht genau, wo das lag. Aber das ist meistens bei Omitry-Test. So, ich weiß nicht, wieso. I don't even know, to be honest with you guys. I don't know, man. Genau, wir alle nehmen Drogen und dann sind wir glücklich. So. Ah, das wird Jahre dauern, bis ich... Okay, vierter Versuch erst. Also ich habe in 9 Minuten 4 Versuche gebraucht. Das heißt also, ich bin immer bis zu 99% gekommen. Ich denke auch übrigens, nach dieser Raketenphase dauert das Spiel gar nicht mehr so lange. Und wie ich das überlebt habe. Ja, jetzt fangen wieder die FPS-Lags an. So leicht, aber nur so ganz, ganz leicht. Aber es stört mich persönlich nicht so ganz. Also es gibt Schlimmeres. Ich werde mal gucken, was ich dagegen tun kann. Da gibt es bestimmt so einige Methoden, die man dagegen tun kann. Einige Geheimnisse, Baby. Ich war übrigens letztens auf eine Hausparty eingeladen. Und das war ziemlich witzig, weil ich trinke ja kein Alk, ne? Also kein Alkohol. Und meine ganzen Bekannten da, ich sag extra nicht Freunde, weil Freunde sind für mich was Engeres, wenn ihr versteht. Das sind für mich so eher Bekannte, mit denen ich mich ab und zu mal unterhalte. Ich meine, ich habe so viele Facebook-Leute, Facebook-Freunde, was ja keine Freunde sind unbedingt, sondern eher Bekannte. Und ich kenne auch die meisten davon, aber ich treffe mich nicht mit jedem irgendwie einen Tag, dazu habe ich gar nicht die Zeit. Naja, auf jeden Fall wurde ich auf einer Hausparty eingeladen, auf so einer, naja gut, das war ja eine Wohnungsparty. Und alle waren da betrunken. Und dann sind wir noch in den Club gegangen. Ich glaube, das war zu 8 oder sowas. Und mache ich eigentlich mal ungern. Meistens gehe ich mal mit einem Kumpel am liebsten hin. Ich bin gar nicht so dieser Typ, der mit so vielen Leuten gleichzeitig abhängt. Das ist nicht so spaßig, finde ich. Wie zum Beispiel mit 2, 3 Leuten höchstens. Oh, jetzt geht wieder los. Und dann sind wir an der Nuttenstraße vorbeigegangen. Und da waren extrem viele Nutten so an so einem Fenster. Das habe ich auch zum ersten Mal gesehen. Vorher nur im Internet. Weil ich ja nicht so in den Nutten gehe. Das habe ich ja gar nicht nötig. Ich mach's, ja, wenn man es braucht, ne, dann gehe ich halt nicht zu den Nutten. Das mache ich halt nicht, weil... Ich käme mir ein bisschen bescheuert vor, also wenn ich dafür Geld bezahlen müsste. Die sollten eher bei mir Geld bezahlen, wenn sie es wollen. So müsst ihr denken, das ist wirklich das Allerbeste. Es klingt arrogant, und das ist es auch sogar ein bisschen, aber das müsst ihr so ein bisschen denken. Sollen doch die Frauen für mich Geld bezahlen, damit sie mit mir schlafen dürfen. Weil, wenn man Geld... Ja, das machen manche. Haben wir auch einen gesehen... Das stand da dann, das war so ein, es war ein ziemlicher, ja, so muss man sagen, es war ein ziemlicher Lappen. Und ich habe gerade eine, hat ein Profil besucht von LaVou. Natürlich sehr schön, dass sie mein Profil besucht hat. Auf jeden Fall war da eine, das war der übelste Lappen. Und der stand da dann und wollte, der wollte halt zu den Noten, ne. Ich meine, die müssen ja auch irgendwie Geld verdienen. Und das tat mir so ein bisschen leid. Der, weiß nicht, der war auf Entzug, glaube ich. Also der hat einfach nicht genug bekommen, glaube ich. Ist natürlich extrem schade für ihn gewesen, aber... Ja, der musste dann dafür Geld bezahlen. Guck mal, während ich mein Geld für Snickers-Eis ausgebe, geben andere Leute es für Nutten aus. Was für ein Luxusleben ich füßen kann, ne? Ist ja unglaublich. Naja. Also die standen da an diesem Fenster. Und dann standen die da. Und ich habe mich so gefragt, okay, machen die das den ganzen Tag lang? Ich meine, hat man irgendwie keine anderen Hobbys? Ich meine, die waren auch halb nackt, das heißt also, ja, man weiß ja, was Nutten so machen und sowas, ne? Ich habe mich gefragt, also das waren auch relativ heiße Nutten, da war auch so eine Asiatin dabei, also sie war relativ heiß, aber nichtsdestotrotz würde ich trotzdem kein Geld bezahlen. Und die steht dann so in der Unterwäsche oder halt, wie gesagt, halb nackt und die sitzt dann den ganzen Tag und macht gar nichts. Die guckt einfach nur in den Spiegel und wartet. Wartet, bis sie einen neuen Kunden bekommt, um ihre Miete zu bezahlen. Also, wenn ich in einen Puff gehen müsste, da muss ich auch ganz ehrlich sein, wenn ich müsste, werde ich zwar nie müssen, wieso sollte ich das auch müssen, aber wenn ich wirklich müsste, da würde ich in einen sehr professionellen gehen, also in einen sehr professionellen, also damit meine ich nicht so komisch auf der Straße, etc. vom Spiegel, sondern ich rede jetzt von, also wie gesagt, professionell halt einfach, wo die nicht so dreckig sind, wenn ihr versteht.
wenn ich müsste, aber sonst würde ich das nicht tun. Aber es gibt ja viele Leute, die das tun, also nur weil ich nicht hingehe, sind die nicht gleich pleite. Würde mich mal interessieren, wer von euch in sowas reingehen würde. Manche haben es ja auch, obwohl sie da reingehen, haben die es ja gar nicht nötig. Also sie sehen ja trotzdem genug gut aus, um hübsche Frauen abzubekommen, aber sie gehen da trotzdem aus Spaß rein, weil sie einfach Langeweile haben. Da kenne ich genug Leute. Auch meine Freunde machen das eigentlich ziemlich oft. Also die haben da halt, wie gesagt, Spaß. Oh, hier muss ich aufpassen, einen Moment. Was? Ach, oh Mann, nein. Ich werde es nie lernen, Leute. Das ist so hart. Ich würde jetzt gerne auf die Uhrzeit schauen, aber es geht da nicht. Bisschen problematisch. Ja, auf jeden Fall kenne ich auch gute Freunde von mir, die da auch, wie gesagt, mal reingehen ab und zu mal. Oder auch Leute, die da ihr erstes Mal hatten. Ist natürlich dann nicht so schön, wenn man da ihr erstes Mal hatte. Okay, wir spielen hier Geometry Dash mit so einem Thema hier. Ich weiß nicht, ob das genau passt, aber mir kam es einfach so gerade so in den Sinn. Da wollte ich es gerade so erwähnen. Ich hoffe, das stört niemanden, aber sollte eigentlich nicht. Weil ich denke, dieses Thema sollte eigentlich jeden interessieren. So, da gibt es ja auch die sogenannten FKK-Häuser. Wie lange? 16 Minuten, okay. Wir machen noch mal bis 20 Minuten oder sowas weiter. Da gibt es ja noch diese FKK-Häuser, für die auch Werbung gemacht wird. Manchmal so unter dem Tunnel und sowas. Unterm Tunnel irgendwie in der Stadt. Und das ist dann so ein Haus, wo halt nur nackte Frauen rumlaufen und sowas. Und ihr könnt euch dann auch eine aussuchen. Und ihr seid dann quasi auch nackt. Da ist quasi jeder nackt, weil FKK-Haus, ne? Wer FKK-Stände kennt, dem wird das irgendwas sagen, der Begriff. Und ja, das ist schon wieder so ein bisschen qualitativ hochwertiger Puff. Ja, genau, qualitativ hochwertig. Ja genau, wieso viele Männer auch in Puff gehen? Weil sie einen Dreier haben wollen. Es ist nicht so einfach, einen Dreier zu bekommen. Nicht mal als YouTube-Partner. Es ist trotzdem ein bisschen schwer, einen Dreier zu bekommen. 90% der Männer würden gerne einen Dreier haben. Also mit zwei Frauen. Und natürlich gibt es die ein oder Frauen, die das machen, aber es ist nicht so einfach, die kennenzulernen. Es sei denn, ihr werdet älter und geht später in Clubs. Denn ihr müsst wissen, die Frauen, die älter sind und in Clubs gehen, also ich rede jetzt so ab 20 ungefähr, die sind mehr horny, die werden auch mit euch nach Hause gehen. So, wenn ihr jugendlich seid und auch Jugendliche im Alter so von 15, 16 klar machen wollt, die werden nicht mit euch nach Hause gehen. Also die sind noch wesentlich zu jung und ich meine, da kommt schon Leute. Also heutzutage, ich kenne also so viele Mädels, die werden schon mit 13 entjungfert und so weiter und so fort. Das ist halt, ne, deswegen sage ich 15 bis 16. Also wenn ihr so einer seid, dann werdet ihr es noch nicht so, ne? Aber irgendwann, die gehen einfach mit euch nach Hause und ja. Das ist nicht so schwer. Vor allem, man muss ja auch sagen, ihr müsst gut aussehen. Das ist jetzt, klingt zwar ein bisschen komisch, aber manche Leute, vor allem, es gibt ja so Dating-Berater. Also mein persönlicher Favorit ist zum Beispiel Estefano Delano. Er hat mir sehr geholfen, wenn es um Frauen geht, weil ich kein Naturtalent bin, wenn es um Frauen ansprechen geht und so weiter und so fort. Er hat mir sehr geholfen persönlich. Und das ist persönlich mein Favorit. Er sagt auch, man muss gut aussehen. Also, man kann zum Beispiel, wenn man ein Junge ist, kann man die Sachen, die von Natur aus gegeben worden sind, nicht beeinflussen. Das heißt also, eure Nase, außer mit einer Operation, eure Gesichtsform, eure Muskelform und so weiter, das könnt ihr gar nicht beeinflussen alles. Aber die Sachen, wie zum Beispiel gut riechen, einen bestimmten Haarstyle haben, also gepflegt rumlaufen, das könnt ihr beeinflussen. Einen Moment mal bitte. Aber auch nicht den ganzen Tag Zeit irgendwie für dieses Level, deswegen muss ich mich kurz konzentrieren. So, wir sind jetzt wieder dort. Wir müssen gleich aufpassen, weil es ziemlich schwer sein sollte. Ich muss mich ganz kurz konzentrieren, einen Moment mal bitte, weil ich will dieses Level ja auch irgendwann schaffen, also so ist es nicht. Hier muss ich mich konzentrieren. So, jetzt sind wir wenigstens weiter. Ja, es ist unglaublich, ach du Scheiße. Ach, okay. Wir machen noch einen Versuch und dann war es auch für diese Folge. Habe ich dann ein bisschen länger gestaltet. Ja, wo ich stehen geblieben bin. Wisst ihr was, das machen wir einfach im nächsten Part weiter, weil ich denke, ja, den letzten Versuch werde ich mich jetzt ein bisschen mehr aufs Spiel fokussieren. Ach, scheiße. Okay, noch ein Versuch, das zählt ja nicht. Nein, noch ein Versuch, das zählt ja auch nicht. Ich will wenigstens ein bisschen weiterkommen, aber jetzt richtig. Einen Moment mal bitte.
Könnt ihr auch mal sehen, wie viel besser ich bin, wenn ich nicht rede? Das ist unglaublich. Oh, viel einfacher. Viel, viel einfacher. Unglaublich. So. Aber ich versuche sie auch ein bisschen unterhaltsam für euch zu machen. Wenn ich nicht rede, wäre es natürlich super. Kann ich auch gleich einfach so hochladen, ohne Commentary. Oh, egal, gut. Ja. Das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen für diesen Part. Und im nächsten Part geht's weiter. Unser Rekord war 68. Es fehlt noch so ein bisschen. Und das Ende wird wirklich super, super schwer. Also, ich kann mir vorstellen, dass wir noch 2, 3 Parts dafür gebrauchen werden. Aber da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Tschüss!